wieder hier, ihr Lieben, um den Tag des Herrn zu feiern. Ohne Kirche und dummerweise auch ohne Pfarrer. Wartet doch auf mich! Einen Moment bitte! Ah! Ihr dürft mich nicht allein lassen. Ich bin ja nur ein halber Pfarrer ohne Kleider. Ron Ely, Sie haben ihn ja bereits erkannt, und Robert Whitmark in 100 Fäuste und ein Vater Unser. Und Uschi Glas. Zwei ausgekochte Halunken machen das ganze Land unsicher. Bei einem riskanten Überfall erbeuten sie die Kleider des Pfarrers und treiben nun als Wölfe im Schafspelz ihr Unwesen. Apropos Karriere, wie viel Kopfgeld gibt's eigentlich für dich? Kopfgeld? Na, ich würde meinen, bestimmt mindestens $1,000. Ja, das ist nicht gerade sehr viel. Du musst heute mindestens $5,000 wert sein, sonst bist du out. Als falscher Pfarrer gerät er in 1000 Schwierigkeiten. Doch die bewährte Zusammenarbeit mit seinem Partner bringt durchschlagende Erfolge. An den Kerzen soll es nicht scheitern, dafür hat Jeremy noch gesorgt. Und etwas Geld haben wir auch schon. Die Gemeinde hat bisher $1,600 gespendet. Es gehört Ihnen, Hochwürden. Es gehört mir. Ich verwahre es für die Gemeinde. Bei Ihnen ist es in den besten Händen. Da haben Sie recht. Links, zwei, drei, vier. Links, zwei, drei, vier. Du bist nicht als Laterne engagiert. Ich finde, er wirkt heller als du. Die Traumziffer gilt zu erfüllen, Kameraden. Eine Familie pro Dach, die verkauft und verschwindet. Sonst wäre ich zum reißenden Wolf. Ja, vielleicht nicht. Das Ding muss gelaufen sein, bevor der neue Pfarrer hier aufkreuzt. Du bist ja so blass! Oh nein! Ich hasse dich! Geltrude! Ich finde dich jetzt viel süßer als vorher. Ja. 100 Fäuste und ein Vater Unser. Oh, ist noch ein bisschen wenig Saft dahinter, Kinder. Probiert's nochmal! Ich habe mich leider etwas verspätet, aber jetzt stehe ich ganz zu Ihrer Verfügung. Gott sei Dank. Es sieht so aus, als hätte hier ein Kampf stattgefunden. Nein. Sie haben keinen Ärger und keine Schwierigkeiten. Wir haben nur ein paar Worte zum Sonntag gewechselt. Oh!